Ja, hallo und guten Morgen und herzlich willkommen bei mir zu Hause. Mein Name ist Birgit und ich bin ein Medium der geistigen Welt. Und für die, die immer meine Videos treu schauen und da sage ich immer eben mein Ritual, danke, danke, danke. Total klasse, die Abonnenten steigen, die persönlichen Nachrichten von euch. Ja, klasse, total super, super. Ja, meine Lieben, es ist nicht zu fassen, aber wir machen schon die Aprillegung. Also ich habe irgendwie so das Gefühl, das Jahr ist schon bis jetzt so wusch, einfach dahin geflogen. Ja, wir gehen in den April hinein. Es ist ein Wahnsinn. Ich hoffe, dass ihr Ostern alle gut verlebt habt und gefeiert oder wie auch immer ihr das so für euch zelebriert und das ist schon vorbei und irgendwann stehen jetzt die nächsten Feiertage, Pfingsten und so weiter an, aber Wahnsinn, also April, ich habe wirklich so das Gefühl, ja, wo ist bis jetzt das alles schon geblieben und es passiert ja da draußen sehr, sehr viel und im Außen ganz furchtbar, klar, die Terroranschläge, da muss man im Grunde genommen nichts weiter zu sagen, es ist einfach schlimm, aber man muss auch sagen, durch die Medien heute, es kommt ja alles schneller an Informationen und sonst was, aber ich kann mich eben auch ganz gut noch erinnern, so als Kind und als Jugendliche, auch damals gab es diese ganzen Anschläge und all diese Dinge, die gab es auch damals schon. Also man muss da wirklich aufpassen, dass man sich heute nicht so auf diese Welle, dieses Furchtbare und Schlimme und die sind das und da. Da muss man wirklich versuchen, für sich selber frei zu bleiben. Frei in seiner Wahrnehmung und frei auch in seiner Meinung, nicht die Meinung sich von Medien oder sonst was oder bestimmten Gruppierungen so aufdiktieren lassen. Also, das gebe ich euch nur mal als Tipp, versucht da wirklich bei euch zu bleiben. Ganz, ganz wichtig. Ja, meine Lieben, aber jetzt gehen wir in die Aprillegung und dann gucken wir mal, was der April uns so bringt. Und ich hatte ja auch beim letzten Mal gesagt, da war ja auch so ein bisschen so die Teilung wieder drin und wir gucken jetzt mal, was der April uns so bringt. So, dann gehen wir da mal rein. Für die erste Woche im April. Da ist sie. Und währenddessen, ihr wisst es schon, meine treuen Zuschauer, ich decke immer zum Schluss auf, aber für die, die das Video eben das erste Mal schauen, ich decke wirklich immer erst zum Schluss auf. Ich bereite nichts vor, ich lasse mich absolut leiten und wir gucken dann, was uns auch die geistige Welt dann da zu sagen hat. So, für die zweite Woche im April. Hoppala. Da wollte sie sich schon umdrehen und zeigen. So, und für die dritte Woche. Und die vierte Woche. Die wird ein bisschen holprig. Die vierte Woche wird holprig. Also, das ist ganz klar. So, und dann schauen wir, welcher Engel uns begleitet. Da fällt schon einer raus, dann lassen wir den da auch liegen, weil, ihr wisst ja, Karten, die rausfallen, die haben uns immer etwas mitzuteilen. So, für die erste Woche im April, das ist sie. Für die zweite Woche im April, da ist sie. Die dritte Woche und die vierte Woche. Da hat sie sich versteckt. So, dann gucken wir mal. Dann decken wir das Ganze mal auf.
Ja, die Bockigkeit liegt hier. Hier liegt der Sieg. Ui, Ketten sprengen. Halleluja. Fata Morgana. Das ist aber eine heftige Legung hier für den April. Mai, oh Mai, oh Mai. So. Alles ist gut. Kristallklare Intentionen. Die Mondzyklen. Und? Ah, okay. Ja. Die passt aber. Die passt sehr gut. Die rausgefallen ist Mut. Sei mutig und steh zu deinen Überzeugungen. Und das ist wichtig. Und das ist hier, deswegen ist auch rausgefallen, das ist das, was ich euch eben gesagt habe. Bleibt bei euch, bei all dem, was ihr so in den Medien hört, was ihr in den Zeitungen lest, was man hört auch liest bei Facebook oder Twitter oder wie sie alle heißen. Bleibt bei euch, bleibt bei eurer eigenen Wahrnehmung. Ganz, ganz wichtig. Und Mut ist klar, auch mal zu sagen, hey, da bist du aber gerade mal auf dem Holzweg mit deiner Denkweise. Das sehe ich nicht so. Also, deswegen hier, das ist Mut. Das, ja, im Grunde genommen, gegen die Masse schwimmen. Das ist das. Und deswegen kann ich da wirklich das nur noch mal wiederholen. Bleibt bei euch. Und hier haben wir ja ganz klar die Botschaft. So, jetzt gucken wir mal, was der April uns so hier ja, zu bieten hat. Also einmal kommt hier von der Engelkarte, Jeremiel, alles geschieht genauso, wie es geschehen soll. Und dazu ist wirklich diese ganz klare Botschaft. Im Moment muss sich im Außen leider Gottes alles auch aufräumen. Alles stellt sich um, alles stellt sich auf den Kopf. Und das ist auch wirklich hier ganz klar zu sehen. So, man weiß hier gar nicht so gefühlsmäßig, was ich fühle. Das heißt, auch der Mond, dieses Tal der Tränen im Grunde genommen, dieses Tal der Negativität, der schlechten Gefühle. Man fühlt sich nicht wohl, man fühlt sich nicht sicher. Ja, aber, und das ist es, was ich eben ja gesagt habe, die Bockigkeit. Und das ist die Karte, die Bockigkeitskarte. Das heißt, hört auf euch selber, bleibt bei euch und hört auf die Botschaften von oben. Hört da wirklich auf die Zeichen. Das ist ganz, ganz wichtig. Also, in der ersten Woche hat es ganz, ganz viel damit zu tun mit den Gefühlen, das heißt mit dem Fühlen und mit der Gefühlswelt in sich selber. Man ist da teilweise wirklich, ja, vielleicht auch ein bisschen schlecht gelaunt. Man ist da wirklich so in so einer Dunstglocke, man hat Sorgen, man hat Angst und hier ist eben ganz klar, hör auf die Zeichen oder eben nimm auch Hilfe im Außen an. Und hier die Karte, alles ist gut. Also, meine Lieben, in der ersten Woche im April haben wir ganz schön viel zu kämpfen. Also mit, klar, mit der Sicherheit, mit den Sorgen. Und wir fühlen uns selber nicht gut. Nicht gut heißt wirklich, seht zu, dass ihr aus dieser Mühle rauskommt. Macht was Schönes in der ersten Woche. Das heißt, geht auf ein Event, geht zu einer Veranstaltung. All diese Dinge sind da sehr, sehr wichtig, dass ihr euch nicht von der schlechten Laune komplett runterziehen lasst. Also natürlich wünsche ich keinem die schlechte Laune, aber auch das ist immer wieder wichtig, um dann wieder in die Kraft zu kommen. Um sich selber dann wieder fühlen zu können. Und das ist wieder wichtig, das wahrzunehmen. Das heißt wirklich, wenn ich mich selber wieder fühle, wenn ich dann mal schlecht gelaunt bin, mal 2, 3 Tage, ja, mein Gott, das gehört zum Leben auch dazu. Annehmen und sagen, boah, spreche mich ja nicht an, ich bin schlecht gelaunt oder bin nicht so gut drauf. Und dann aber die Hilfe annehmen, wenn dann jemand sagt zum Beispiel, wieso, was ist denn los, was bedrückt dich denn? Also raus damit, fresst es nicht in euch hinein. Ja, ganz klare Botschaft hier. Die Gefühlswelt. Und dann kommen wir schon in die zweite Woche.
In der zweiten Woche habe ich ja eben schon gesagt, so, wow, da liegt der Sieg und da liegt der Sieg. Und zwar geht es in der zweiten Woche um die Finanzen. So, da gucken wir mal. Da kann ich mir im Grunde genommen auch gut vorstellen, weil ja vielleicht auch viele noch planen, wo kann ich in Urlaub hinfahren, weil viele möchten im Moment nicht fliegen. Kann man ja auch alles nachvollziehen und verstehen. Aber da guckt man eben so von wegen, wo ist das Budget? Und da geht es wirklich um die Finanzen. Da geht es aber auch darum, dass man wie so eine Finanzspritze bekommt, dass man zum Beispiel, die ein oder andere Firma zahlt ja mit Sicherheit noch Urlaubsgeld oder einen Bonus aus oder wie man das heute auch nennen mag. So, und da geht es darum, wirklich clever mit dem Geld zu budgetieren, also clever mit dem Geld umzugehen und einzuteilen, dass man sich dann eben wirklich einen Urlaub noch gönnen kann, etwas auf Seite legen und hier liegt der Sieg. Dazu gehört aber auch gleichzeitig, guckt nach einer Lösung. Guckt nach einer Lösung, das heißt, wenn man sich jetzt einen bestimmten Urlaub, man möchte weg oder wie auch immer, das nicht so leisten kann oder man möchte zu Hause renovieren oder man zieht um, all diese Dinge, dass man da wirklich überlegt, wo ist eine Lösung? Wo kann ich mir selber helfen? Selber helfen heißt zum Beispiel, dass man seinen Keller aufräumt, dass man seine Schränke aufräumt, bestimmte Dinge auch verkauft und loslässt. Und dann kommt eben hier auch gleichzeitig, was ich ja eben gesagt habe, diese Hilfe. Und da kann man in der Woche gut und clever mit dem Geld umgehen und da liegt der Sieg drauf. So, und dazu kommt die Botschaft, kristallklare Intentionen. So, und das ist hier, Erzengel Michael begleitet uns hier heute viel. Erzengel Michael, sei dir klar über deine wirklichen Wünsche. Und es passt wieder in die zweite Woche. Fokussiere dich auf dein Ziel. So, wenn du da planst, ich möchte in Urlaub fahren, dann geh clever mit deinem Geld um. Sei clever in der Budgetierung und dann klappt das auch. Und hier eben diesen Fokus auf die Wünsche setzen, auf das Ziel setzen. Nicht in die Energie reingehen, so von wegen, boah, das kann ich mir nicht leisten und das geht überhaupt nicht und nee, ich muss hier noch und da noch. Geht bitte in eine positive Energie und sagt, wow, was ich dieses Jahr schon alles geschafft habe und auch wenn es manchmal knapp war, aber wunderbar, hat alles prima funktioniert und jetzt gucke ich da mal, wo ich vielleicht das ein oder andere noch ein bisschen runterschrauben kann und mir dann einen Wunsch erfüllen kann. Und das ist ja das, was ich eben gesagt habe, sei es jetzt ein Urlaub, sei es renovieren oder vielleicht steht was Neues an, was man sich kaufen möchte. Also clever mit dem Geld in der zweiten Woche umgehen. Und hier ganz klar sich auf sein Ziel, auf seine Wünsche, auf seine Visionen wirklich zu fokussieren. Und wie gesagt, dreht es um. Ich kann auch hier direkt, kommt mir jetzt gerade hier so in den Sinn, zum Beispiel für viele, die jetzt Kredite zum Beispiel wieder neu verhandeln müssen. Auch da geht clever damit um. Seht jetzt nicht so von wegen verdammt normal, boah, ich muss noch die nächsten 5 oder 10 Jahre am Haus oder an der Wohnung oder wo auch immer dran abbezahlen. Seht einfach das, was habe ich schon alles bezahlt, was habe ich schon geleistet. Also immer in die Positivität drehen. Ganz, ganz wichtig. Ja, das ist die zweite Woche, also das ist auch schon heavy. In der ersten Woche geht es viel um die Gefühle, in der zweiten Woche geht es darum, geh clever mit dem Geld um, also sei clever und fokussiere dich auf dein Ziel. Das ist schon Wahnsinn. Ja, und dann gucken wir mal, was die dritte Aprilwoche uns hier zu sagen hat. Die dritte Aprilwoche, und da kommen auch ganz klare Botschaften von oben. In der dritten Aprilwoche geht es auch im Außen
etwas neu aufzubauen, etwas neu auf den Weg zu bringen, Ketten sprengen von alten Strukturen. Und alte Strukturen, das hat natürlich sehr, sehr viel zu tun, auch im Außen mit der Wirtschaft, mit der Politik und. Da wird auch viel zusammenbrechen, aber das habe ich ja schon mal in einem Video gesagt, da wird sich auch vieles verändern, was sich offensichtlich auch verändern muss, weil alles muss mal irgendwie wieder gedreht werden. Aber wie gesagt, das zeichnet sich hier auch ab, so im Privaten, was euch betrifft, diese Gefühle, diese Cleverness mit den Finanzen und eben hier gleichzeitig der Neuaufbau, Kettensprengen von alten Strukturen, von alten Denkweisen, also raus da, seid nicht starr und stur in der Denkweise, geht in den Neuaufbau und habt hier keine Sorge. Das ist immer hier so die Karte, wo ich sage, Phantom, Fata Morgana. Und das ist immer, wenn ich jetzt zum Beispiel hier ein Ziel habe und dann dieses Ziel aber wegen meinen Ängsten, wegen meinen Sorgen blockiere. Das heißt gedanklich blockieren. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel da neue Kreditabsprachen oder sowas mache oder ich will irgendwas auf den Weg bringen und bin dann aber schon in der Sorge, in der Angst, weil ich sage, boah, schaffst du das alles und wie willst du das alles machen, dann ist eben hier, laufe ich da nach Fata Morgana, einem Phantom hinterher. Wenn ihr das so macht, wie ich es eben gesagt habe, dieses Drehen, ja klar, das schaffe ich so, diese Fokussierung auf meinen Wunsch, auf mein Ziel, dann heißt es wirklich raus aus diesen Gedanken, eben, ne, ich laufe keinem Phantom, einer Fata Morgana hinterher, sondern gehe ganz klar für mich in einen Neuaufbau und trenne mich von alten Dingen, das heißt von alten Denkweisen. Das kann auch Trennungen sein, zum Beispiel jetzt in einer Partnerschaft. Also da ganz klar neue Wege gehen, damit hier dem Neuaufbau nichts im Wege steht. So, und zusätzlich kommt hier noch die Botschaft von den Engelkarten. Das ist die Mondzyklen. Achte darauf, dass der Mond deine Energien und eben die Manifestationen, das heißt, ich übersetze euch das immer, weil ich will hier keinen Text so komplett vorlesen, das heißt, den Mond zum Beispiel, den Neumond oder wie auch immer, sich wirklich auch zunutze machen. Die Mondenergien sind sehr, sehr heftig. Das heißt, man kann Wünsche fokussieren. Man kann Wünsche aufschreiben, man kann die zum Beispiel in die Mondenergie legen, man kann da auch zum Beispiel Steine zum Aufladen dazulegen und dann sollte man aber das, was man geschrieben hat, in der Nacht oder am Morgen, je nachdem, verbrennen. Das ist immer ganz, ganz wichtig. Also einmal aufladen lassen und dann eben, das reicht ja für ein paar Stunden, und dann verbrennen, dass es nicht erdgebunden bleibt in dem Sinne, dass wirklich der Wunsch nach oben transformiert wird und dass der eben in Erfüllung geht. Und das passt so toll hier, dieses Fokussieren auf die Wünsche und diesen Glauben daran. Wenn ich nicht an ein Ziel glaube, dann werde ich das auch nie erreichen. Mal einfach so bildlich gesprochen und so die kleinen Kinder, die sind da immer ganz klar drin. Dann sagt so ein fünfjähriges Kind oder so, ich werde mal Star oder ich werde mal Sänger oder ich werde mal da berühmt und all die. Das haben die so fokussiert. Für die ist das sowas von klar, das ist so ein Herzenswunsch. Und die erreichen das auch, ja, die meisten. Natürlich wird man immer ja auch im Außen dann wieder ausgebremst oder eben zu Hause ausgebremst von der Familie. Aber wenn ich da ganz klar reingehe und auch als Erwachsener mal wie so ein Kleinkind auf die Erde trampel und sage, boah, verdammt nochmal, und jetzt möchte ich das aber,
erreichen und da will ich jetzt hin, dann klappt das auch. Dieses wirklich, dieses vor sich sehen und dann ganz klar diesem Ziel oder zu diesem Ziel hinarbeiten. Ja? Also ich sollte nicht warten, wie es ja immer so schön gesagt wird, von wegen, du kannst dir alles bestellen. Natürlich können wir uns alles bestellen, da oben, das Universum, ja. Und man muss aber da wirklich reingehen, es fühlen, es sehen, vor seinem geistigen Auge sehen. Nicht einfach sagen, ach ja, ich bestelle mir jetzt mal 1 Million Euro da oben und wird schon kommen. Und darauf hoffen, dass irgendwann 1 Million vor deiner Türe liegt. Also man muss da wirklich, man muss da reingehen. Man müsste zum Beispiel diese Million, müsste man sehen und sagen, das sind so und so viele Scheine, ich sehe das vor meinem geistigen Auge, das fühle ich, das war. Und dann muss man auch was dafür tun, sei es jetzt Lotto spielen oder wie auch immer. Also da muss man auch was dafür tun und nicht hoffen, dass es übermorgen dann, weil man morgens die Tür aufmacht, dass dann da dieses Pümmelchen liegt. Also ne, da muss man was für tun, man muss es sehen, man muss es fühlen und man muss es sich auch selber und der geistigen Welt erlauben. Also das ist immer ganz, ganz wichtig, weil ich höre immer ganz oft, wo dann gesagt wird, ja, ich habe mir das aber doch gewünscht, aber das kommt nicht. Ja, wenn ich mir was wünsche und im gleichen Moment denke, ach, das klappt sowieso nicht, ja, dann klappt das auch nicht. Ich muss da wirklich mit meiner ganzen Energie, mit meinem Bewusstsein reingehen. Halleluja! Also hier, wie gesagt, in der dritten Woche ist eben auch dieser Neuaufbau da, alte Strukturen verlassen, und das hat auch sehr, sehr viel, wie gesagt, mit dem Außen zu tun. Also da wird noch viel aufgedeckt werden, da wird sich noch viel eben in der Wirtschaft, in der Politik auch drehen. So, und dann kommen wir schon in die vierte Woche. In der vierten Woche ist hier Gottes Geschenke. Ja, super. So, und es heißt hier gleichzeitig Königin der Kelche, also etwas fließen lassen, aber auch Grenzen setzen und hier auch nochmal raus vor der Einsamkeit und raus aus Existenzängsten. Also das ist so wirklich, hier habe ich so das Gefühl, das ist wie so ein Abschluss in der letzten Woche im April. Also man bringt einmal was zum Abschluss, ja, hier zum Beispiel eben die Gottesgeschenke, ja, ganz wichtig. Und hier ist genau das, was ich ja auch eben hier gesagt habe, wenn ich mir was wünsche, wenn ich mir was bestelle und gehe aber direkt in den Zweifel hinein, kann es nicht funktionieren. Wenn ich es wirklich wie so ein Kleinkind wirklich davon absolut überzeugt bin, funktioniert es. Und dann kommen auch diese Wunder oder eben diese Gottesgeschenke, dieses Annehmen auch hier, so von wegen, öffne dich, nimm an, nimm diese Wunder an, nimm zum Beispiel Ideen an, all das, was man dann auf den Weg bringen kann. Und hier die Karte ist wirklich die Existenzängste und die Einsamkeitsängste und natürlich viel, viel Armut, ganz klar. Durch die Situation im Außen ist logisch, dass im Moment wirklich sehr, sehr viel Armut herrscht. So, man muss sich aber selber davon immer wieder frei machen und zum Beispiel auch sagen, wenn da zum Beispiel ein paar Menschen sind, wo man sagt, in seiner Gemeinde, denen kann man helfen, dann guckt doch einfach mal in eure Schränke, guckt doch mal nach und sagt, Mensch, denen kann ich da auch helfen, und damit ist für die auch wieder ein Gottesgeschenk, ja? So, für dich selber, da geht es ja auch drum, lass es wirklich fließen, lass dein Wissen fließen, hör auf dich, hör auf deinen eigenen Mut, steh zu deinen Überzeugungen, mach dich frei von bestimmten Dingen und setze die Grenzen, ja? Und hier kommt auch die Botschaft gleichzeitig, klar, die Armut, die wächst, da brauchen wir auch gar nichts hier schönreden, so rum lag es. Die Armut wächst, man selber, das wissen wir alle, da brauchen wir auch nichts schönreden,
Es ist teilweise hat man wirklich so das Gefühl, es ist eben alles viel, viel teurer geworden. Das Geld reicht hinten und vorne nicht. Man braucht noch einen Nebenjob oder hier noch was. All diese Dinge. Lasst euch davon aber bitte nicht beirren. Diese Existenzängste, das sind meiner Meinung nach, und das habe ich auch schon oft gesagt in Videos, das sind so die schlimmsten Ängste, die es geben kann. Das heißt, man zieht sich da vom Selbstwertgefühl total runter. Wenn jetzt hier jemand, wo ich eben ja gesagt habe, jemand reingeht, Ketten sprengen, wo ich auch gesagt habe, vielleicht unter Umständen sogar eine Trennung. Raus aus den Ängsten, raus da, dass man sagt, nee, das schaffe ich nicht und ich habe auch Angst, alleine zu sein oder eine Wohnung alleine zu beziehen, all diese Dinge. Raus da. Ihr zieht euch damit so runter von der Energie, dann ist das eben hier, dann geht man nicht mehr mit dem Leben, das heißt, man geht nicht mehr mit dem Fluss, sondern man geht hier wirklich in die niederen Energien hinein und zieht sich runter und ist dann eben davon überzeugt, dass man nichts mehr auf die Reihe kriegt. Also, Vorsicht, meine Lieben. Auch wenn Menschen zum Beispiel zu dem Zeitpunkt eine Kündigung bekommen haben, weil die Firma zumacht, ja, auch das passiert ja oft. Oder der Vertrag wird nicht verlängert. Bitte nicht sofort in diese Ängste gehen, sondern hier die Geschenke annehmen. Das heißt, direkt in die Lösung gehen und dann kommt auch wieder ein Job. Dann kommt auch wieder was Neues. Nur wenn ich mich hier runterziehen lasse, dann kann nichts Neues kommen. Dann bin ich in so einer negativen Energie und Stimmung, dann sende ich das auch. Und das ist eben ganz, ganz wichtig hier im Fluss zu bleiben und auch Grenzen zu ziehen, auch vielleicht in der Familie, indem man vielleicht da gesagt bekommt, ja, warum hast du denn schon wieder einen Job verloren? Warum hast du das denn? Warum hier, hier, hier? Grenzen ziehen und sagen, ich gucke für eine Lösung, es ist meine Baustelle, es ist mein Problem und ich werde mutig voranschreiten und dann kommt auch was. Auch das hat etwas damit zu tun, ich stehe zu meinen Überzeugungen. Wenn ich etwas verloren habe, einen Job oder wie auch immer, oder weil die Firma zugemacht hat, da kannst du ja nichts für. So. Wenn du dann aber hingehst und ganz klar sagst, die Firma hat zugemacht, aus was für Gründen auch immer, aber ich bin davon überzeugt, ich bekomme einen neuen Job, ich bekomme eine Lösung, wie auch immer, dann steh auch da zu den Überzeugungen und setz da auch die Grenzen. Halleluja, kann ich hier nur sagen. Mensch, Mensch, was für eine Legung, was für eine ja, spannende Geschichte jetzt im April, die Gefühle, die Bockigkeit, dann aber hier dieses Clevere mit den Finanzen umgehen, der Neuaufbau, hier auch nochmal mit den Finanzen, also Gefühle und Finanzen sind im April sehr vorherrschend und aber hier wirklich immer wieder in die Vision gehen, alles ist gut, auf die Zeichen achten, hier sich wirklich die Mondenergien zunutze machen und die Geschenke annehmen. Das heißt auch ein Wunder, wenn zum Beispiel kommt jetzt gerade noch so die Botschaft, wenn ich das eine verloren habe, das heißt, dann geht da eine Türe zu, dann bleibt nicht vor dieser Türe stehen und sagt immer warum, 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 sondern geht einfach hin und sagt, okay, dann wird sich eine neue Türe öffnen. Und es gibt diesen schönen Spruch oder es gibt da auch ein Bild von, da ist eine geschlossene Türe und dann ist ein Fenster auf der Seite offen. Und da passt es wirklich jetzt hier zu. Vor lauter geschlossener Tür sehe ich dann nicht mehr, dass ein Fenster offen ist. So, und genau das ist es. Dieses Fokussieren auf das neue Ziel. Sich nicht runterziehen lassen und sagen, ich stehe zu meinen Überzeugungen, das sollte so sein und ich gehe jetzt einen neuen Weg. Und das hat hier was mit dem Mut eben auch zu tun. Wahnsinn. Also, der April wird
Ja, wie fast jeden Monat, was ich ja immer sage, wird eine spannende Geschichte. Aber hier ist ganz klar dieses Geld und eben die Gefühle, also alles das, was mit meinem eigenen Selbstwertgefühl zu tun hat. Ja, meine Lieben, jetzt ziehe ich noch eine schöne Karte für uns hier von den Tieren, eine Kraftkarte. Ja, super. Eine dreht sich schon rum. Und ich habe ja eben schon gesagt, die Karten, die rausfallen oder sich da, so wie die jetzt ganz klar zeigt und umdreht, die wollen uns immer was sagen. Und hier ist noch eine, die uns was sagen möchte. Die holen wir auch noch raus. Gucken wir mal. Da ist sie. Ja, Wahnsinn. Wahnsinn. Meine Herren. Da mache ich aber gleich hier zwei Bilder oder drei sogar, weil ich sag euch gleich, was da für Botschaften sind von der Tierwelt. Ist das schön. So, die Tierwelt, die sagt uns, die eine Karte direkt, Pelikan, die Auferstehung. Und das ist das, was ich euch ja auch eben hier gesagt habe, wo sich auch vieles dreht, auch in der Wirtschaft. Und da wird noch vieles, vieles wirklich im Außen passieren und noch im Außen aufgedeckt werden. Da kam der Pelikan, die Auferstehung. Die Karte, die sich dann noch rumgedreht hat, das war der Papagei, die Kommunikation. Und das ist ja auch wieder eine klare Botschaft zu dem, was ich euch hier eben gesagt habe, auch zu dem Mut, steht zu euren Überzeugungen und sagt ganz klar, eure Wahrnehmung, nicht die Wahrnehmung der Medien, nicht die Wahrnehmung der anderen, reitet da nicht auf der Welle mit, sondern bleibt bei euch, steht zu euch und dann auch ganz klar in die Kommunikation gehen. Und es passt hier hervorragend zu, diese Grenzen ziehen und eben auch zu dem, was ich gerade gesagt habe, mit den Türen, wo ein Fenster offen ist, hier. Geht mit euch selber ganz klar auch in die Kommunikation und steht auch hier, passt wieder zu allem, steht zu euren eigenen Überzeugungen. Und wenn ihr an die lila Kuh im Mond denkt oder für euch fühlt und sagt, die ist da, dann steht zu euren Überzeugungen. Das war jetzt mal überspitzt dargestellt, aber steht doch zu dem, was ihr wollt, was ihr euch wünscht. Und fokussiert euch darauf. Und das ist doch das, was zählt letztendlich. Lasst euch nicht das Selbstwertgefühl nehmen, dass ihr euch selber da runterzieht oder eben auch aus dem Außen runtergezogen wird, sondern wirklich geht einfach ganz klar mit euch selber um und sagt, nein, so möchte ich das nicht, so ziehe ich meine Grenzen und dann kann auch eben deine eigene Auferstehung kommen, indem du wirklich sagst, so, und jetzt mache ich genau das, was ich schon immer tun wollte. Ja? So, und dann kam die dritte Karte dann dazu hier, der Storch, die Fruchtbarkeit. Die Fruchtbarkeit hat natürlich etwas ganz klar damit zu tun, mit einer Schwangerschaft, aber die Fruchtbarkeit hat auch etwas damit zu tun, mit Ideen, die fruchtbar werden. Das heißt, der Bauer, der sät ein und irgendwann kommt da eine Pflanze oder was auch immer. Da braucht man diese Geduld, aber fruchtbar, diese Idee, fruchtbar auf den Weg bringen. Dieses Fruchten, das heißt, ich habe eine Idee im Kopf, die möchte ich umsetzen, holt euch die Hilfe von draußen, seid clever, auch da in der Budgetierung. Was brauche ich dafür, um das umsetzen zu können und bringt es auf den Weg? Es wird fruchtbar. Ja? Wahnsinn. Natürlich für diejenigen, die sich ja, den Klapperstorch nach Hause wünschen, denen wünsche ich natürlich, dass es funktioniert und dass es klappt und dass wir ganz tolle neue Erdenbürgerchen kriegen, Kristallkinder, Indigo-Kinder. Deswegen, also meine Lieben, Wahnsinn, Wahnsinn. Also hier die drei Karten, das ist jetzt hier noch der Knaller gewesen. Und da mache ich auch wirklich, ja, die lege ich nachher nochmal so drauf, dass man die drei Karten eben auch nochmal sehen kann.
der Storch, der Papagei und der Pelikan. Ganz toll. Ja, meine Lieben, das war's schon. Das war die April-Legung. Und ich wünsche euch natürlich für morgen, für den 1. April, dass ihr gut in den April geschickt werdet. Und es ist ja immer wieder noch nach wie vor dieser April, dieses Scherzen, dieses Liebevolle in den April schicken, ist ja irgendwie auch noch ein alter Brauch. Ihr müsst mal recherchieren, wo das eigentlich entstanden ist, kommt mir gerade so, aber ich wünsche euch einen tollen April und wir sehen uns dann in 14 Tagen wieder zur Liebeslegung und zur Single-Legung. Und ihr wisst, es geht weiter. Ja, jetzt sage ich danke fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Und gleich mache ich hier noch die Bilder von den tollen Karten. Und ich wünsche euch wirklich alles, alles Liebe und alles Gute. Und wie gesagt, bleibt wirklich bei euch, bei eurer Wahrnehmung. Alles Liebe, bis dahin, eure Birgit.